Liebe Studierende, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TUM, Kolleginnen und Kollegen, liebe Architekturfreundinnen und Freunde, liebe Gäste. Herzlich willkommen an der TUM und zu einem innovativen Format der Architekturjahresausstellung. Die diesjährige Ausstellung ist nicht nur im Sinne einer Neuauflage besonders, sondern findet entsprechend der Corona-Situation virtuell statt. Ich hoffe, dass die Jahresausstellung trotz dieses digitalen Formats nichts an Ideenvielfalt und Kreativität vermissen lässt und bei Ihnen einen inspirierenden Eindruck hinterlässt. Das digitale Format bietet auch die Chance, noch mehr Architekturbegeisterte innerhalb und außerhalb der TUM zu erreichen. Das Thema Update Architektur könnte kaum aktueller sein, denn das Portfolio unserer Architektur hat viel zu bieten, von mobilen Konstruktionsrobotern, nachhaltigen Bauen, Urban Industrial Design bis hin zu intelligenten Städtebau und der Landschaftsarchitektur. Ein Update erfährt derzeit nicht nur die Architektur als solches, sondern die DNA unserer gesamten Universität, die Gliederungsstruktur in Fakultäten. Diese hält den komplexen und dynamischen Herausforderungen unserer Zeit in Forschung, aber auch in Lehre nicht mehr ausreichend stand. In unserer TUM Agenda 2030 stellen wir deshalb unser Fakultätssystem nach 150 Jahren um auf eine innovationsfördernde Matrixstruktur von Schools und Departments sowie interdisziplinären Forschungszentren. So entsteht die neue TUM School of Engineering and Design aus der Fakultät für Architektur mit den Fakultäten Bau, Geo, Umwelt, dem Maschinenwesen, Luft, Raumfahrt, Geodäsie und Teilen der Elektrotechnik und der Informationstechnik. Damit wollen wir die schlummernden Interaktionspotenziale zwischen Disziplinen besser nutzen und systemintegrative Ansätze zu gesellschaftlichen Herausforderungen ermöglichen, in Forschung wie auch in der Lehre. So werden wir unsere Studien- und Lehrformate auf die Kompetenzprofile künftiger Arbeitsmärkte und den Motivationen und Talenten unserer Studierenden ausrichten. Um unsere Studierenden in Zeiten rapiden gesellschaftlichen Wandels mit einem TUM-Studium beruflich erfolgreich zu rüsten, werden wir durch innovative Formate wie beispielsweise Plug-in-Module und problemorientierte Projektwochen traditionelle Grenzen zwischen Disziplinen auflösen. Damit werden wir auch die Fähigkeit unserer Studierenden schärfen, sich effektiver mit den anderen Disziplinen zu verknüpfen. Denn Absolventen müssen in der Lage sein, die Arbeitsweisen und die Werkzeuge unterschiedlicher Disziplinen auf Bedarf zusammenzuführen. Denn nur durch die Integration von gesellschaftlichen, ethischen, politischen, rechtlichen Perspektiven und Design-Thinking-Methoden in unsere Ingenieurwissenschaften werden wir künftig technische Systeme besser auf die Funktionalität für den Menschen und auf die Bedürfnisse, die Erwartungen und die Werte der Gesellschaft ausrichten können. Dazu integrieren wir die Expertise der TUM School of Management, des Munich Center for Technology and Society, der TUM School of Governance und der Hochschule für Politik München. Dieser Leitgedanke eines Human-Centered Engineering wird künftig die Handlungsagenda der TUM in Forschung, Innovation und Lehre durchdringen. Dabei gewinnen aber auch gestalterische Aspekte und das Designdenken eine neue Dimension. Wir greifen unser Gründungsmotto Scientis et Artibus auf. Machen es in moderner Auslegung zum kulturellen Imperativ. Design als durchgängiger Begleiter der ingenieurwissenschaftlichen Forschung und der Ausbildung in ständiger Rückkopplung mit den technischen Gestaltungsräumen. Dazu eröffnen fortschrittliche Technologien wie die Digitalisierung, additive Fertigung, dem wissenschaftlich rückverankerten Design völlig neue wertschöpfende Wirkungen auf die Prozess- und Produktgestaltung der gesamten Breite des Ingenieurwesens. Zur Aktivierung dieser Idee gründen wir das TUM Design Institute als ein neues integratives Forschungszentrum, das nicht nur Fächer, sondern Kulturen in gegenseitiger Befruchtung miteinander verbindet. Damit greift unser Human-Centered Engineering die gesellschaftlichen Herausforderungen disziplinär fundiert auf und interdisziplinär so flexibel, dass gestalterisch-funktionale, aber auch politische, gesellschaftliche, ökonomische und moral-ethische Implikationen berücksichtigt werden. Damit eröffnen wir unseren Talenten neue Horizonte, die sie in Zeiten des Wandels zu einer erstrangigen Referenz für Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft avancieren lassen. Dieser Wandel der Zeit aus Sicht unserer Architekturstudenten steht heute im Fokus dieser Veranstaltung. Daher geht mein spezieller Dank an das Organisationsteam dieser Ausstellung, insbesondere an die Fachschaft der Fakultät für Architektur, mit Unterstützung der Kollegen Leppig und Hild. Ich wünsche Ihnen allen eine spannende Veranstaltung und wünsche, dass Ihnen das Update Architektur
neuen Schwung und viele Ideen für die Zukunft verleiht.